Herzlich willkommen zum heutigen Video und heute behandeln wir mal ein Thema und zwar ein bisschen im Detail, warum sind Autoloader in guten Händen so verdammt gut in World of Tanks Blitz. Einige von euch sagen, ja, Autoloader, davon haben wir langsam genug in World of Tanks Blitz, während andere sagen, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur Autoloader spielen. Es geht heute vor allem nur um T57 Heavy, AMX50B und den Yo. Und es gibt genau zwei Gründe, warum das Autoloader so unheimlich stark in World of Tanks Blitz nicht nur vertreten, sondern auch gespielt werden können. Die nennen sich DPM und Burst. DPM, Damage per Minute, so viel Schaden in einer Minute, so stark ist dann im Endeffekt auch die Kanone. Und Wargaming gibt beim T57 an, dass er 3050 DPM hat, ein AMX50B 2950 und der Yo mit der kleinen Gun angeblich 3070. Ich muss aber da Wargaming durchaus enttäuschen, denn diese Zahlen, die stimmen bei all drei Panzern nicht, denn die DPM, so wie sie Wargaming berechnet hat, kann man bei einem Autoloader nicht bemessen. Denn ein Grund dafür ist, dass du natürlich bereits mit einem vollgeladenen Clip, also drei Schuss im Magazin, in diesem Fall bei diesen drei Panzern, bereits angefahren kommst. Und in Wirklichkeit, ich habe das gemessen, ich blende euch danach gleich ein Video vom Yo ein, wo ich mal eine Minute im Übungsraum durchgeballert habe und euch die DPM zusammengerechnet habe. In Wirklichkeit hat der Yo nämlich 3600 DPM, wenn man bereits geladen am Ziel ankommt. Also zu Beginn fährst du ja sowieso die ersten 20 Sekunden, bevor du so einen Panzer siehst, außer ein Leo PTA oder irgendeine Ruhe, jolt komplett wieder rein, wir kennen es alle. Aber so ist das nun mal. Der T57 hat 3700 DPM die Minute und der AMX50B sogar 3500. Würde bedeuten, wenn man das Ganze dann in Platoon macht, dann sind das ganz gerne mal 7000 Schaden die Minute, wo du austeilen kannst. Das werdet ihr im einen oder anderen Clip danach auch sehen. Ich habe das Video hier vom Yo extra von einer Minute im Schnelldurchlauf für euch präsentiert, damit ihr jetzt nicht eine Minute lang einfach zugucken müsst, wie ich da mit dem Yo im Übungsraum rumballere. Deswegen ist das so wichtig. Und nach DPM kommt eben der Burst. Burst bedeutet, der Schaden, der in sehr, sehr kurzer Zeit geschehen werden kann, ist übrigens sehr gut zu sehen, wenn das Spiel den Schaden so zusammenrechnet. Das merkt ihr ganz gut, wenn ihr im Platoon unterwegs seid. Und das Ganze hat eben einen sogenannten Burst-Potenzial der drei Panzer. Ein AMX-50B, wenn du alleine unterwegs bist, hast du in 6 Sekunden kannst du 1200 Schaden austeilen oder eben zu 2400, wenn natürlich alle Schüsse treffen. Beim T57 Heavy ist das Ganze sogar in 5 Sekunden machbar, alleine 1200 oder zu zweit in 2400. Und beim Yo, wenn du mit der großen Kanone spielst, sind es 900 in etwa 30 Sekunden oder eben im Platoon 1800 Schaden in nur 30 Sekunden. Ich wiederhole, 1800 Schaden in nur 3 Sekunden. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst mit dem AMX-50B im Platoon nur 6 Sekunden auf offener Fläche stehen, um danach 2400 Schaden machen zu können, wenn ihr im Zug seid. Und das ist eben sehr, sehr krass. Das ist der Burst, dieser Vorteil, den Autoloader hier im Spiel haben. Man kann also einen fast ganzen Panzer rausnehmen, ohne wirklich große Gefahr eingehen zu müssen. Ich meine, andere Panzer können in dieser Zeit maximal einen Schuss auf euch setzen und machen 400-500 Schaden und müssen dafür über 2000 Schaden hinnehmen. Naja, des Weiteren kann man eben fast nicht gerusht werden in Autoloader, denn die Gegner, sind wir ehrlich, oftmals wissen sie entweder nicht, wie viele Schüsse das ihr noch drin habt, oder müssen eben dann brutalen Schaden hinnehmen. Damit ich das Ganze mal einfach zu Auge führen kann, ich meine, wenn so ein E100 in zwei vollgeladene T57 Heavy reinfährt, ist das in etwa so, als würde dieser E100-Fahrer in 6 verschiedene E5-Panzer reinfahren, die alle auf dich schießen könnten innerhalb von 5 Sekunden. Ne? Das ist, ja, weil, naja, ich brauche das jetzt nicht erklären, ihr versteht schon, was ich meine. Ich wollte mit diesem Video eigentlich nur den Anreiz geben. Falls ihr euch mit diesem Thema noch nicht wirklich auseinandergesetzt habt, wollte ich euch einfach mal DPM und Burst mal im zusammen mit Autoloader erklären. Und falls ihr einen guten Platoon-Partner habt, dann empfehle ich euch von Herzen, das muss jetzt auch kein 10er Panzer sein, euch einfach mal reinzusetzen und mal Autoloader auszutesten. Denn wer die Dinger beherrscht, der kann dem Team dann richtig helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß, ich lasse euch noch ein bisschen hier Videos laufen. Lasst einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.